Gedanken gefangen. Ich bin ein Gefangener der Liebe, Gefangener der Harmonie. Ich bin ein Gefangener des Glaubens an das Gute im Menschen. Ich bin in diese Welt geboren und suchte den Sinn von allem und jedem. Und besteht der Sinn nur im Werden oder im Sein und dem Tragen der Bürde des Menschseins? Nie genug für mich und doch immer zu viel. Stets war es mir zu kalt auf dieser Welt und ich konnte nie aufhören, nach Liebe, Geborgenheit, Harmonie und Glück zu streben und zu suchen. Ich liebe die Menschen, doch lieben sie mich? Ach, wie gern bin ich unter ihnen, wenn sie lachen, sich freuen, in den Armen liegen und mich in ihrer Gegenwart einbeziehen. Es ist so schwer für mich zu leben und so leicht zu lieben. Es ist schwer zu begreifen, dass diese Welt da draußen eigentlich die Welt da drinnen ist, in uns. Die Welt ist eine Illusion und entsteht durch jeden von uns. Die Schnittstelle von allem sind unsere gemeinsamen Gedanken, die sich im endlosen Nirvana in ihrer ursprünglichsten Form der Energie, Raum und zeitlos in einer endlosen Schleife von Entstehen und Vergehen befindet. Die Vielfältigkeit des Lebens ergibt sich in zahllosen Dimensionen des Bewusstseins und die für uns sichtbaren und wahrnehmbaren Artefakte werden für jedes einzelne Individuum zur Blaupause, zu einem einstigen Fingerabdruck, wodurch Weltenräume mit neuen, unverwechselbaren Inhalten gefüllt werden. Von Hartmut Alt. Danke.